Moin, moin und herzlich willkommen zurück im indonesischen Dschungel. Indonesischen, ich kann nicht richtig reden. Da liegt ein Kadaver, sehe ich gerade auch. Habe ich gerade eben erst entdeckt. Ja, ich habe gedacht, wir schnacken nochmal eben mit der Wache, bevor wir irgendwelche Taktiken hier versuchen. Also. Sagen Sie mal. Hey, Sie da, sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Sprichst du mit mir? Ja, natürlich spreche ich mit Ihnen. Außer Ihnen ist ja keiner da und dieser Käfig lässt mir auch nicht besonders viele Möglichkeiten offen, weiteren sympathischen Zeitgenossen zu begegnen. Was ist los? Gute Frage, sogar eine sehr gute Frage. Was ist denn eigentlich los hier? Was erlauben Sie sich, mich mitten in der Nacht aus dem Zelt zu zerren und in so einen Käfig zu sperren? Okay, wir sind im Dschungel, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man Manieren an den Tag legen muss, bei denen selbst Diktatoren mit den Ohren schlackern würden. Was ist los? Diese Frage haben Sie mir vor wenigen Sekunden schon einmal gestellt. Ist Ihr Wortschatz derart eingeschränkt? Sind Sie extrem schwer vom Begriff? Oder leiden Sie unter Verlust des Kurzzeitgedächtnisses? Was ist los? Na gut, andere Frage. Aber ob die Unterbelichtung von Wachpersonal umgekehrt proportional zum Budget für Sprecherrollen von Nebencharakteren ist, können Sie mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, oder? Was ist los? Oh Herr, erlöse mich von diesem Übel. Gott, ist die Scheiße, ne? Die regt mich gerade richtig auf. Gut, trotzdem wollen wir versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Kadaver, Gefangennahme, Gestalt, Fratze. Fangen wir mit dem Kadaver an. Das Tier da hinten. Was soll damit sein? Ist es möglich, dass es beim verzweifelten Versuch einer niveauvollen Unterhaltung mit Ihnen jämmerlich zugrunde gegangen ist? Was ist los? Ich deute das mal als ein Ja. Ich versuche es nochmal mit ganz einfachen Worten. Warum wurde ich in diesen Käfig gesteckt? Ich habe doch gar nichts getan, oder? Du warst wohl im Weg. Wem? Euch? Seid ihr von dieser seltsamen Sekte? Puritas Cordis? Woher weißt du das? Gut, soweit sind wir also immerhin schon mal. Puritas Cordis steckt dahinter. Die haben mir ja schon länger Ärger gemacht, aber ich weiß immer noch nicht wieso. Okay. Wer war denn dieser seltsame Kerl, der modemäßig offensichtlich noch weiter hinter dem Mond lebt als Sie? Und wo ist er hin, sich Modeberatung holen? Das geht dich nichts an. Das sehe ich allerdings etwas anders. Schließlich bin ich hier gefangen, wofür es einen Grund geben muss. Und dementsprechend finde ich schon, dass es mich etwas angeht. Außerdem muss ich Sie beide ja später noch anzeigen. Wegen Entführung, Geiselnahme, Freiheitsberaubung und geschmackloser Klamotten. Du wirst keinen mehr anzeigen. Glaub mir. Das war jetzt nicht wirklich das, was ich hören wollte. Lassen die mich hier einfach verrecken? Ich hätte die schon längst abgeknallt, echt. Die geht mir so auf den Geist. Die Fratze an der Tempelwand hinter mir ist fast so furchteinflößend wie ihr Klamottengeschmack und beinahe so schrecklich wie ihr intellektueller Sprachstil. Was? Wenn ich sehe Fratze an Tempelwand, ich immer kriegen Gänsehaut. Halt bloß die Klappe. Ich versuche ständig nicht dahin zu sehen. Aber egal wohin ich auch gehe, ich habe ständig das Gefühl, dass dieses Ding mich verfolgt. Es beobachtet mich und weiß ganz genau, was ich tue und was ich denke. Es weiß, was Sie denken? Dann kann es ja nicht sonderlich viel wissen. Mach dich nicht darüber lustig. Es kann dich hören und seine Strafe wird schrecklich sein. Was wird es denn tun? Mir furchtbare Klamotten verpassen? Mach nur so weiter. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich jedenfalls will hier lieber früher als später wieder weg. Weit weg. Gut, mehr geht nicht. Ich verliere temporär die Motivation, diese Unterhaltung fortzuführen. Sie können sich also wieder ihrem Stumpfen ins Leere starren widmen. Boah, die ist so anstrengend. Es widerstrebt mir tatsächlich echt, ihr zu helfen. Aber wir müssen das ja machen. Ich hoffe, dass wir die nicht allzu lange spielen müssen in diesem Spiel. Also wir haben nichts Neues. Wir haben jetzt hier den Kadaver. Habe ich hier doch irgendwas jetzt? Weiße Beeren. Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Ja, ja. Ein Strauch mit weißen Beeren. Auf die Entfernung lässt sich aber schwerlich sagen, um was für Beeren es sich handelt. Okay, vielleicht kann ich ihn da gleich nochmal nachfragen. Der Kadaver. Aber mehr ist hier anscheinend wirklich dann nicht. Feuer und das war's dann. Ich versuche doch mal ihn darauf anzusprechen. Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Die weißen. Oh ne, die Fratze nochmal. Sie haben wirklich ganz schön Schiss vor dieser Fratze, oder? Ich? Quatsch. Na, na, na. Nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und Sie für Ihre Sünden bestrafen. Hör auf. Hör sofort auf damit. Ich will davon nichts hören. Die Fratze wird mir nichts tun. Das hoffe ich wenigstens. Bitte lass mich in Frieden mit diesem schrecklichen Ding. Ich verliere temporär die Motivation.
Kann ich denn die Fratze irgendwie noch furchterregender gestalten? Irgendwie nicht. Aber anscheinend ist das der wunde Punkt. Wenn ich ihn auf die Fratze anspreche, dreht er so ein bisschen durch. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Dass er mich hier gefangen hält und sein selbst für Männer abartiger Klamottengeschmack. Aha. Ja, okay, was können wir machen? Signalrakete. Kompass bringt mich auch jetzt nicht. Diese blöde Rampe hier, ne? Ich kann die Banane anscheinend nicht auf die Rampe legen. Und ich kann... Die dürfte ich, aber das will sie nicht. Ich könnte die Orange von der Rampe ins Feuer rollen lassen und die Luft mit... Okay. Die Banane ins Feuer schmeißen hilft auch. Das will sie auch gar nicht. Das will sie auch nicht. Dann ist es unkontrolliert. Und den kann ich nicht mit irgendwas verbinden. Den Kompass der Wache geben? Ich könnte ihm damit zeigen, wo es... Ja. Und ihm die Fackel geben? Nee. Banane? Vitamine sind wichtig für ein langes und gesundes Leben. Und das geht damit auch nicht, ne? Vitamine... Ich pack mal eine Apfelsine wieder weg. Und nimm mal nochmal eine Himbeere hin. Vielleicht hat das ja irgendwie doch einen Grund, dass ich die noch... Wozu kann ich die eigentlich wieder Welches wegpacken? Welches Brötchen hätten wir denn gerne? Nehmen wir nochmal eine Himbeere. Oh, nervt die mich. Es tut mir echt leid, aber die geht mir richtig auf den Zeiger gerade. Mehr als drei Früchtchen sollte ich nicht aus der Schale nehmen, sonst wäre es... Ja. So, was... Ich kann damit nichts anstellen. Die will sie auch nicht auf die Rampe packen. Vitamine sind wichtig. Kann ich die zu den weißen Bären schmeißen? Nein. Zum Kadaver kann ich die auch nicht werfen. Was kann ich hier tun? Auf die Rampe legen kann ich diese auch nicht. Nichts drin. Unter der Fratze befindet sich ein Loch. Dahinter ist es stockdunkel, sodass man nichts erkennen kann. Ja, und die Rakete kannst du... Ich könnte es durch das Loch schieben. Sagst du bei allem, ne? Ich könnte. Kompass auch nicht, ne? Ich könnte. Gut, das will sie nicht. Sie packt nichts in das Loch rein. Solche Schreckgestalten sollen die bösen Geister. Ja. Ich kann ihn noch ein drittes Mal auf die Fratze Hallo? Ansprechen. Hören Sie mich? Ja, was ist? Sie haben wirklich ganz schön. Ich? Nein, nein. Ja, das hofft. Also nichts Neues. Was ist das denn da? Bambusrohr mit Draht. Okay, jetzt haben wir doch was. Draht um die Himbeere, würde ich sagen. Was soll das denn bringen? Ah, Fruchtspieß. Mir fällt leider kein sinnvolles Gebilde ein, das ich so konstruieren ließe. Ja, ich glaube, ich weiß, was das... Ich glaube, ich brauche zwei Bananen und eine Himbeere oder so. Ich leg das Obst mal... So, pass mal auf. Dann muss ich halt zwei Bananen, glaube ich, machen. Und dann vielleicht... Ich muss mir was überlegen. Welches Früchtchen hätten wir denn gerne? Also erstmal eine Banane. So, die stecke ich da mal eben drauf. Ich muss mal eben kurz gucken, wie die Form sich dann ergibt. Ich glaube, das ist sogar richtig. Wenn ich jetzt die Banane... Ich nehme mal eine Banane. Ach, ja gut, dann nehme ich noch eine Banane. Das wird, glaube ich, so eine Art Bogen, den ich da bastel. Ich muss mir was gucken. Ich hätte sie zuerst da unten hingepackt jetzt. Lecker und so gesund. Ich leg das Obst mal wieder zurück in die Schale. Den Draht ziehe ich aber vorher raus.
das ist richtig. Ich versuche mal eben, ich muss gucken, was das irgendwie bildlich für einen Sinn ergibt. Wenn ich zuerst eine Orange darauf picke, gucke ich. Welches Früchtchen hätten wir denn gern? Ey, die ist so ich kacke. Ich nehme mir mal. So, ja, ist ja gut. Dass sie auch mal so lange braucht, bis sie diesen blöde Obst da aufgenommen hat. So, ich will mal eben gucken, was passiert, wenn ich das da ranschieb. Ja. Welches Früchtchen hätten wir denn gern? Ich nehme mal. Also ich muss irgendwie so einen Fruchtspieß zusammenbasteln, warum auch immer. Mal gucken. Also sie macht es schon immer an die gleichen Stellen, ne? Also zweite Stelle Banane ist, glaube ich, richtig. Welches Früchtchen hätten wir denn? Ich nehme nochmal eine Orange. Die auch nochmal daran picken. Ich weiß halt nicht, was das soll. Mehr als drei Früchte. Lass mich zufrieden. Aha. Was zum Geier soll das? Also, er schiebt es halt immer nach vorne. Also so endet das zum Schluss. Dann müssten wir... Ja, was bringt das? Lecker und so gesund. Ich lasse das mal so. Mir fällt leider kein sinnvolles... Mir fällt leider kein sinnvolles Gebilde ein, das ich so konstruieren ließe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ganze soll. Mehr nochmal. Als drei, ich sollte erst... Ich leg das Obst mal wieder zurück in die Schale. Den ja, ja. Dann versuche ich das jetzt... Also ich bin mir nicht ganz sicher. Wie wär's denn? Nehmen wir die. Ich nehme jetzt einfach mal alle drei. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. So, und dann nehme ich noch eine Banane, dann habe ich alle drei. Ich bin mir halt noch nicht sicher, was das Ganze soll. Was habe ich jetzt noch nicht genommen? Ich nehme mir mal. Ja, nimm dir mal eine Banane. So. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mehr irgendwie als zusammen. Drei Früchtchen. Ja, ja, ein ja. Ein Strauch mit weißen Beeren. Da wollte ich gar nicht hin. Schieb den mal ans Ende. Dann die Banane und dann den. Sie macht das immer in einer anderen Reihenfolge. Lecker. Mir fällt leider. Das ist doch Quatsch. Ich verstehe das nicht. Ich könnte es durch das Loch schieben. Vitamine sind wie... Oh, wie die mich aufregt. Was... Lecker. Ich muss mal gucken, ob sie was zu dem Draht sagt. Ich leg das Obst mal... Ob ich irgendwie einen Hinweis darauf... Ich guck gleich mal ins Tagebuch, vielleicht kriege ich da ja einen Hinweis. Das ist ja auch eine Möglichkeit. So. Der Draht ist sehr stabil und lässt sich kaum verbiegen. Ja. Für ein Blasrohr... Eine faszinierende Pflanze. Sie stirbt nach der Blüte ab. Gut, bei Menschen ist das nicht ungewöhnlich, aber lassen wir das. Jedenfalls wurde dieses Rohr noch nicht ausgehöhlt. Die typischen Kammern im Innern sind also noch erhalten. Mhm. Kann ich... Ich könnte die Signalrakete da reinstecken und somit die Flugbahn der Rakete bestimmen. Aber solange ich nichts zum Anzünden habe, nützt mir das relativ wenig. Da ist ja was zum Anzünden. Ich muss mal ins Tagebuch gucken, Leute. Tut mir leid. Wenn sie weiterbleibt, dann gelangen sie zu Rätsel. Okay. Leider. Ja, das ist ja klar. Lagerfeuer in die Reihe bekommen, muss sie die Rakete also irgendwie zum Lagerfeuer bekommen. Ja, ist auch klar. Rakete kontrolliert, die in den Himmel geschossen wird. Eine fahrbare Abschussvorrichtung. Eine fahrbare. Das ist der Tipp. Aha.
Aha. Welches Früchtchen hätten wir denn gerne? Dann sollen da wahrscheinlich einfach nur Orangen ran. Wahrscheinlich soll da 3 Orangen ran und dann rollt das Ding. Das ist wohl damit gemeint, kann das sein? Weil der Tipp hat mir jetzt eigentlich so gut wie gar nichts gebracht, deswegen ist das jetzt nicht schlimm, dass ich das nachgeschaut habe. Also ich kann mir nur vorstellen, weil die halt rund sind und rollen, dass man dann dreimal die Bananen nimmt. Und dann mache ich die da meinetwegen alle ran. Aber ob das dann wirklich rollt, wage ich aufzubezweifeln. Ich versuch's mal. So. Die Konstruktion erinnert mich irgendwie an ein Dreirad. Also mich nicht. Egal aus welcher Perspektive ich das betrachte. Keine schlechte Idee. Die Orangen rollen halbwegs vernünftig und könnten als Räder fungieren. Mal sehen, ob sich daraus was konstruieren lässt. Aha. Die Signalrakete kommt in das Bambusrohr. Dieses wird noch etwas justiert. Und schon haben wir... nennen wir es mal eine mobile Raketenabschussrampe. Selbstverständlich. Also ich erkenne da kein... Ihr könnt mir ja gerne mal... Also ich erkenne da kein Dreirad raus. Eine verwegene Konstruktion und ein verwegener Plan. Passt gut zusammen. Hoffentlich kommt mein Gefährt nicht unterwegs vom Weg ab. Hoffentlich müssen wir sie nicht so lange spielen. Ich möchte mit Max spielen, bitte. Danke. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was für ein Chaos. Hier sollte mal jemand... Wo ist Sam? Was ist hier passiert? Ich erinnere mich nur noch dunkel an irgendwelche Stimmen und... Die haben Sam entführt. Was mache ich jetzt? Sam suchen. Aber wo? Sie kann überall sein. Aber ich sehe nur Grünzeuge und kenne mich auf der Insel nicht aus. Keine Chance. Was war das? Die Signalrakete wurde in der Nähe des Tempels abgeschossen. Von Sam? Oder ist es eine Falle? Egal, ich muss es riskieren. Ich kann Sam nicht einfach im Stich lassen. Ja. Ich bin froh, dass wir gestern Max spielen. Da bin ich sehr froh drüber. Eine Flagge. Mit Max. Ja, hab ich Max gesagt? Ja. So, wir meine Flagge. Können wir den Zaun auch mitnehmen? Ja. Ich sammle erstmal alles ein und dann gucken wir uns das in Ruhe an. Okay. Was finden wir noch alles? Ein Totem. Wenn es wirklich stimmt, dass diese Totems wilde Tiere abschrecken, lasse ich sie lieber stehen. Okay. Sam meinte, dass die Augen auf den Pfauenfedern Tiere abschrecken. So nach dem Motto, wenn das Auge schon so groß ist, wie riesig mag dann erst das ganze Tier sein? Naja, wenn's klappt, soll's mir recht sein. Können wir mit den Affen reden? Der kleine Affe, der immer vorausläuft, wenn Sam zum Tempel geht. Putziges Tierchen. Der hilft dir bestimmt. Erstens will ich keine Affen jagen und zweitens fürchte ich, dass er etwas besser klettern kann als ich. Zumindest ein kleines bisschen besser. Ich gehe davon aus. Dokumente. Oh, diese gucken wir uns auch gleich an. Ein Helm. Hier liegen einige Sachen rum. Was steht da? Rechteck? Rucksack. Oh, der ist wichtig. Mal schauen, ob sich darin was Nützliches finden lässt. Ich dachte, du nimmst den mit. Merkwürdige Sachen hat Sam in ihrem Rucksack. Sehr merkwürdige Sachen. Okay. Der Rucksack von Sam. Ein paar der Zeltstangen sind noch halbwegs brauchbar. Die nehme ich mal mit. Der Rest wurde durch die Explosion komplett zerstört. Da ist nichts mehr zu retten. Okay. Wenn ich mein Zelt nicht verlassen hätte, wäre ich jetzt tot. Wer auch immer Sam entführt hat, schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Ich sollte mich vorsehen. Das ist richtig. So, jetzt haben wir noch eine Feuerstelle hier. Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen. Denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Das Feuer ist aus, aber die Glut glimmt noch. Können wir vielleicht was entzünden? Zerschüttelst du? Die Kanne? Okay, jetzt habe ich aber einiges eingesammelt.
Da ist doch der Fluss, ein Ast. Das geht so nicht. Das muss doch eine Anspielung an Zack McCracken sein. Ich weiß nicht, ob ihr habt ja vielleicht mal ein Zack McCracken-Spiel gesehen. Und da gibt es in Seattle gibt's auch so einen Ast, der da so rausragt. Da steht auch einfach nur Ast. Und wenn man versucht, den zu nehmen, sagt er, glaube ich, auch, das geht so nicht. Das geht so nicht. Also ich glaube, das muss ein versteckter Hinweis sein. Ein wahres Wunderwerk der Natur. In Fachkreisen auch Ast genannt. Vielleicht kann man an den Ast irgendwas ranhängen oder so. Es ist zu früh, um sich zu ertränken. Und zum Waschen ist es zu spät. Es ist zu früh, um sich zu ertränken. Die Fische überwinden das Hindernis einfach, indem sie aus dem Wasser und über die Kaskade springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, die nicht so schlau wären. Ja, ist was dran. Zerstörtes Zelt. Ich glaube, ich habe alles. Wir gucken... Oh, ein Hibiskus. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, überall Blumen rauszurupfen. Aber vielleicht bringen sie mich ja irgendwie weiter. Aha. Ja, dann gucken wir uns das Inventar noch mal eben kurz an, was wir hier eigentlich... Oh Gott, sind das viele Sachen. Nee, das Inventar gucken wir uns im nächsten Teil genauer an. Aber ich schaue noch mal, ob es hier was einzusammeln gibt. Wenn nicht, dann haben wir jetzt alles bei einem Flaggenmast. Wollen wir auch noch mitnehmen? Der steckt tief und fest in der Erde. Okay. Da hing wohl mal eine Flagge dran, die durch die Explosion abgerissen wurde. Ja, die habe ich ja noch. Gut. Okay, also bevor wir jetzt loslatschen... Ich mag, dass wir die Schmetterlinge hier so lang fliegen. Ja, bevor wir jetzt loslatschen... Würde ich sagen, beenden wir den Part. Das ist eine Feder. Die nehmen wir auch noch mit. Okay, jetzt haben wir wirklich einiges dabei. Garten? Ich weiß nicht mal, was davon angepflanzt wurde und was Unkraut ist. Botanik zählt nicht zu meinen Steckenpferden. Dito. Den muss Sam angelegt haben. Der Zaun scheint aber nicht viel gebracht zu haben. Die meisten Blätter sind von Schnecken angefressen oder sogar komplett abgekaut. Okay, dann kümmern wir uns jetzt im nächsten Part um unser Inventar und versuchen dann mal leider Sam zu retten, auch wenn die echt sehr nervig ist. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben zu Sam. Okay, euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.